Die eine Sporthalle der Erich-Kästner-Schule in Oberursel sieht schon fast wieder normal aus. Die letzten Reinigungsarbeiten laufen noch, dann kann der Turnboden wieder für den Sportbetrieb freigegeben werden. Ganz so weit ist die Halle gegenüber noch nicht. Hier stehen noch die knapp 400 Doppelstockbetten, doch auch nicht mehr lange. Denn die Notunterkunft für Asylsuchende wird nicht mehr benötigt. Die Bundeswehr leistete hier, wie auch in vielen anderen Unterkünften, einen wichtigen Beitrag, weiß Landrat Ulrich Krebs. Das hat uns sehr geholfen bei der täglichen Arbeit hier in den Notaufnahmelagern. Die Soldaten waren beim Aufbau behilflich, die Soldaten haben ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, die haben den Flüchtlingen ein positives Bild vermittelt von Militärarbeit. Also das war insgesamt eine ganz große Hilfe, ohne die wir das so nicht geschafft hätten. Seit Anfang Oktober waren die beiden Hallen und der dazugehörige Außenbereich mit den Zelten für die Kinderbetreuung Herberge für bis zu 800 Personen. Um bei der Internationalität der Ankömmlinge einen Überblick zu behalten, gleichzeitig aber auch alltägliche Aufgaben wie Essensausgabe oder Krankenversorgung zu übernehmen, war die Bundeswehr durchschnittlich mit 30 Kameraden im Einsatz. Im Anfangsbereich wurden die Lager eingerichtet, wurden die Betten aufgebaut, eingerichtet, die Versorgungsgüter herangeschafft und dann, nachdem die Flüchtlinge kamen, haben die Sanitäter Medical Screening gemacht, haben die Flüchtlinge untersucht, haben Krankenfahrten gemacht und die andere Truppe hat ganz normal die Versorgung hier des Lagers sichergestellt mit Nahrungsmitteln, Essensausgabe etc. Alles, was im Lager angefallen ist, auch teilweise kleinere Reparaturarbeiten, ist alles durch die Bundeswehr erledigt worden. Nun geht es an den Rückbau der Feldbetten und der Infrastruktur, die für die Versorgung der Menschen notwendig war. Es war definitiv so, dass die Bundeswehr teilweise 2/3 bis 3/4 der gesamten Hilfskräfte in den Lagern gestellt hat. Ja. Und damit war der Einsatz der Bundeswehr war unerlässlich für den Erfolg, dass die Flüchtlinge hier gesund und untergebracht werden konnten, unerlässlich. Die Hallen sollen wieder aussehen wie vorher. Hierfür ist einiges an Arbeit notwendig, vom Fegen bis zum Entfernen von Klebeband. Also ich glaube, gerade bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen hat die Bundeswehr uns unschätzbare Dienste geleistet. Ich würde mir wünschen, es geht nicht zurück. Ich würde mir wünschen, dass wir bei solchen besonderen Lagen auch auf die Bundeswehr zurückgreifen können. In Oberursel hat das Zusammenspiel von Heim und Gast prima funktioniert. Und dafür bedankte sich der Landrat bei den Soldaten mit einem persönlichen Geschenk, einer Flasche Magenbitter. Vielleicht wird der ein oder andere der Kameraden die ja schon im nun anstehenden, wohlverdienten Wochenende genießen.